So ihr Lieben, ich dachte mir, wir starten den Februar-Vlog einfach mal mit einer kleinen Kochnummer. Und zwar gibt es heute Sarmale, das ist ein traditionell rumänisches Rezept mit Weinblättern, die mit Reis und Gemüse gefüllt sind. Wir machen das Ganze in der veganen Version, deswegen natürlich kein Fleisch. Und dafür braucht ihr Weinblätter, zwei große Gemüsezwiebeln, eine Handvoll Champignons, zwei Möhren, ein paar Tomätchen, am besten kleine, weil die einfach geschmacksintensiver sind, Tomatenmark, einen halben Kilo Reis, Salz, Pfeffer und was ihr hier nicht sehen könnt, frischen Dill, frischen Thymian und Vegetta. Vegetta ist eine Gemüsebrühe, die einfach ein bisschen intensiver ist im Geschmack und das Ganze nochmal abrundet. Ja, und ihr startet eigentlich damit, dass ihr die Möhrchen mit einer Reibe klein reibt und dann natürlich die Pilze auch genauso klein schneidet wie die Möhrchen. Am besten also wirklich super sorgsam sein mit dem Messer. Und das Gleiche macht ihr auch mit den Tomaten, das kommt dann zusammen in eine Schüssel und wird gut vermischt mit Salz und Pfeffer. Und dann startet ihr auch schon mit dem Kochen. Hier frage ich übrigens den alten Rumänen, wie genau das Rezept nochmal ging, damit wir nichts falsch machen. Auf jeden Fall schwitzt ihr die Zwiebeln dann in der Pfanne an, zusammen mit Vegetta und Tomatenmark. Und wartet so richtig, bis die schön glasig sind und tut dann das halbe Kilo Reis dazu und zwei Gläser Wasser und wartet, bis das verkocht ist. Die vermischt ihr dann mit der Gemüsemischung von vorhin. Es kommt übrigens auch dann frischer Thymian noch in diese Mischung mit rein. Dann wird das Ganze auch schon in die Weinblätter reingerollt. Bei mir sieht das jetzt nicht so professionell aus, aber ich finde, fürs erste Mal war es eigentlich ganz gut. Das Ganze kommt dann in einen Topf, der wird unten mit Weinblättern ausgelegt. Dann werden die Weinblätterröllchen mit dem Reis da rein sortiert. Dann oben nochmal mit Weinblättern abgedeckt und eine Schicht Tomatenmark drauf. Dann Wasser auf das Ganze, bis es wirklich darin schwimmt. Und dann wird es eine Stunde gekocht und sieht danach hoffentlich so aus, wie ihr es hier sehen könnt. Am leckersten ist das Ganze tatsächlich mit frischem Joghurt noch dabei. Wichtig, am allerwichtigsten eigentlich, ist in meinen Augen der Dill, weil das einfach nochmal einen richtig besonderen Geschmack mit reingibt. Hallo Leute, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Es ist das erste Video, das ich für den Februar-Vlog aufnehme. Und ich möchte jetzt einfach mal was Schönes sagen, weil der letzte Vlog war ja eher so ein bisschen schlecht gelaunt, kann man schon fast sagen. Aber ich habe heute einen richtig guten Tag und das will ich natürlich auch mal teilen, denn das hatten wir auch mal. Und zwar hatte ich gestern einen richtig schlechten Tag und war total demotiviert und was weiß ich. Und dann hilft es mir immer, wenn ich mit meinem Partner oder einer Freundin oder so darüber spreche. Und in dem Fall war es jetzt mein Partner. Und wir haben dann so ein bisschen darüber gesprochen, was ist denn eigentlich, was mich stört und warum fühle ich mich denn so unmotiviert und sowas. Und heute ist das Ergebnis davon. Ich bin nämlich richtig motiviert. Ich wünschte auch, ich müsste gleich nicht zur Arbeit gehen, weil ich glaube einfach, dass ich heute sehr viel schaffen könnte. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich mit so einem positiven Gefühl dahin gehe und nicht immer denke so, also nicht immer den Tag damit beende, dass ich dann doch chille und mir dann denke so, scheiße, das war ein blöder Tag heute. Deswegen, meine Stimmung ist gerade richtig gut. Ich habe mich gestern intensiv mit Schneiden beschäftigt und habe halt die ersten Schritte in die Richtung gemacht. Heute um 18 Uhr kommt das Video dazu raus, also ein erstes Video, das mal richtig geschnitten ist. Ich hoffe, dass es auch ein bisschen positive Rückmeldungen bekommt. Es ist halt leider eine Rezension. Die sind hier immer so ein bisschen zwischen 300 und 500 Views. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich von diesen zuverlässigen Views dann auch Feedback dazu bekomme, wie der Schnitt so ist. Und selbst wenn nicht, ich feiere den einfach total. Ich freue mich riesig darüber, dass ich das geschafft habe. Und habe dann auch heute direkt einen Kanal wie nennt man das nochmal? Trailer gemacht. Den gucken wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Du bist gerade dabei, in die Fantasy einzusteigen und weißt noch nicht so richtig, mit welchem Buch fängst du am besten an. Wie funktioniert Fantasy eigentlich und warum erklärt mir eigentlich kein Autor, was zum Kuckuck ein Ork ist? Oder du bist schon ein eingefleischter Fantasy-Fan und immer wieder auf der Suche nach neuer Leseinspiration und Rezensionen, an denen du dich orientieren kannst. Dann bist du bei mir ganz genau richtig. Ich bin Lilly von der Literatur. Ich habe im Jahr 2022 121 Bücher gelesen. Mein Regal umfasst mehr als 1000 Fantasy-Romane. Und Fantasy ist einfach wirklich meine Passion. Mein Leben, möchte ich schon fast sagen. Neben einem Fantasy-1x1, in dem ich dir alles rund um die Fantasy erkläre, findest du bei mir auf dem Kanal diverse Rezensionen zu Fantasy, Romance und
Romantasy, aber auch Vlogs und natürlich Lesemonate. Interesse geweckt? Dann klick auf den Abo-Button, aktiviere die Glocke, um keins meiner Videos mehr zu verpassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss einfach sagen, ich finde den richtig cool. Also ich meine, ja, es gibt natürlich wahrscheinlich tausend Dinge, die man verbessern kann, aber dafür, dass ich selber gar keine Ahnung vom Schneiden habe und das einfach selber gemacht habe eben und das selbst aufgenommen habe und so weiter, irgendwie bin ich ziemlich stolz auf mich. Und das ist auch mal was, was hier rein muss, worüber ich mich einfach sehr freue. Und ich habe immer das Gefühl, irgendwie YouTube ist das, was mir am allermeisten Freude bereitet, weil man da auch sehr schnell Erfolge zum Beispiel sieht oder Misserfolge auch. Also man muss nicht so ewig lang rumtesten. Ich muss nicht ein ganzes Buch schreiben, das rausbringen und dann merken, oh, das kommt irgendwie überhaupt nicht an, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich bin einfach total happy, dass da jetzt so ein bisschen was passiert auf meinem Kanal und ich hoffe natürlich auch, dass sich das lohnt und vor allem auch für euch lohnt. Ich habe auch schon angefangen mit den Fantasy 1x1 Videos, mit dem Drehen. Ich versuche jetzt noch irgendwie herauszufinden, wie ich die so interessant wie möglich schneiden kann. Und habe da jetzt so an so Whiteboard-Motion-Animationen gedacht, wo man dann so eine Hand hat, die was aufmalt oder was aufschreibt oder sowas. Aber das ist natürlich alles nicht so einfach, weil die kostenfreien Versionen sind natürlich nicht so schön und die anderen kosten halt. Und jetzt muss ich halt entscheiden, ist die Software wirklich gut genug, dass ich mir die kaufen möchte, beziehungsweise da ein monatliches Abo abschließen möchte und so weiter. Ich bin mal sehr gespannt, was sich da jetzt in den nächsten Tagen entwickelt. Werde euch natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr auch mal so einen positiven Tag erlebt, wie ich jetzt heute. Ich habe ja im Januar-Vlog erwähnt, dass ich super gerne Matcha-Latte trinke momentan und zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Erstmal ein bisschen Wasser in Wasserkocher, ein bisschen Hafermilch in eine Tasse. Dann kommt die Tasse in die Mikrowelle für 2 Minuten, damit es auch schön warm wird. Da müsst ihr selber ein bisschen rumprobieren, wie lang das für euch perfekt ist. Und dann kommt natürlich das Wasser auch auf den Wasserkocher-Dings, wie auch immer. Ich nehme immer so einen Teelöffel Matcha-Latte, also Matcha-Pulver. Das kannst du aber selber ausprobieren, wie es dir am besten schmeckt. Und ich lege dann auch schon mal den Milchaufschäumer bereit. Das passiert mir auf regulärer Basis. Ich weiß nicht, warum ich einfach nicht daraus lerne oder sowas, aber ich habe keine Ahnung. Kleiner Tipp. Lass die mich am besten nur eine Minute in der Mikrowelle. Ich mache jetzt einfach noch ein bisschen kalte Milch dazu, damit wir genug haben. So, und an dieser Stelle wird sich wahrscheinlich jeder Barista im Grab umdrehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob man das so macht, aber es ist mir auch egal. Es funktioniert und es schmeckt, so das ist die Hauptsache. So, ich gebe jetzt einfach das heiße Wasser da drauf, so viel wie ich möchte. Ich möchte halt nicht, dass es zu wässrig wird, deswegen mache ich persönlich immer nicht so viel und dann wird hier einfach ein bisschen gemischt. So, wenn da keine Klumpen mehr drin sind und sowas, dann reicht mir das schon persönlich. Man kann das natürlich auch noch sehr viel mehr aufschäumen und so weiter, aber da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf. Dann mache ich das gleiche nochmal mit der Milch. Aus irgendeinem Grund, meine Barista-Edition ist irgendwie, oh Gott, ist irgendwie nicht so doll, auf jeden Fall schäumt die einfach gar nicht. Naja. Vorher habe ich tatsächlich super gerne die Protein-Soja-Milch von Alpro benutzt, weil die super schäumt, aber ich habe davon richtig Hautprobleme bekommen, kann ich also nicht empfehlen. So, und jetzt kommt der schwerste Teil. Ich weiß nicht, warum ich meine Kamera jetzt so blöd hingestellt habe. Jetzt kommt der schwerste Teil. Und zwar muss die Milch jetzt hier rein oder andersrum. Aber weil ich euch natürlich zeigen will, wie es aussieht, mache ich es halt hier rein. Und dabei passiert immer das größte Chaos. Wir werden sehen, ob es klappt.
Hallo ihr Lieben, es ist Valentinstag, 14.02.2023 und ich habe frei und ich habe den ganzen Tag Videos geschnitten und gelesen. Ich habe 2 Bücher beendet und ich habe mich dann so ein bisschen auf Instagram rumgetrieben und hatte dann so das Gefühl so, oh mein Gott, ich muss ja ein Valentinstagsvideo machen. Was könnte ich denn da nehmen? Die 5 besten, romantischsten Bücher oder vielleicht sogar lieber die 5 Bücher ohne Romantik oder keine Ahnung. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Moment mal, will ich das überhaupt? Weil ich selber mache halt gar keinen Valentinstag. Also ich weiß nicht, vielleicht sagt jetzt irgendjemand so, ja, da ist einfach die Romantik raus oder so, aber mein Partner und ich sind seit 6,5 Jahren zusammen und da ist nichts raus oder so. Also wir sind immer noch romantisch und verbringen gerne Zeit miteinander, aber wir haben einfach auch jetzt schon die vergangenen 2 Jahre festgestellt, so, wir wollen das nicht mehr so. Als wir zusammengekommen sind, habe ich richtig krass ihn immer unter Druck gesetzt und habe gesagt, so, ich will auch einen fetten Blumenstrauß zu meinem Geburtstag bekommen und ich will richtig schöne Rosen zum Valentinstag und so. Und er hat das auch gemacht. Und dann war schon so ein Jahr, wo ich nichts mehr gesagt habe, dass wir überhaupt was machen wollen und so, wo er von sich aus daran gedacht hat. Und irgendwann haben wir dann beide gesagt, so ganz ehrlich, wir schenken uns nicht mal mehr was zum Jahrestag. So, und das ist unser Tag. Warum sollen wir dann diese von der Gesellschaft vorgegebenen Tage zur Romantik nutzen, die ja eigentlich auch nur Konsum bedeuten, nämlich es gibt alle Rosen zum halben Preis und jeder rennt hin und kauft die. Und das ist mir jetzt eben nochmal so richtig krass bewusst geworden einfach, wie sehr man sich doch auf diese einzelnen Tage so versteift, statt halt, ich weiß nicht, ich finde einfach an jedem anderen Tag des Jahres freue ich mich 1000-mal mehr über eine Rose als am Valentinstag, weil das bedeutet, dass mein Partner von sich aus an mich gedacht hat und nicht an den Valentinstag. Und das ist einfach so out of order und ich finde das schön. Ich freue mich dann viel, viel mehr darüber und ich habe das Gefühl, das bedeutet auch einfach viel, viel mehr, weil es eben nicht einfach nur diese Verpflichtung jetzt ist, oh mein Gott, alle meine Freunde rennen zum Blumenladen, ich muss auch noch so. Und ich genieße das sogar sehr. Wir haben letztes Jahr auch zum ersten Mal ein Weihnachten gefeiert, wo wir uns auch gegenseitig nichts geschenkt haben. Wir machen das mit dem Jahrestag schon echt lang, aber so Weihnachten und Geburtstag war immer noch was anderes. Und jetzt haben wir einfach gesagt, ganz ehrlich, Weihnachten ist für uns nicht mehr so groß. Also das ist, ich kann mir das vorstellen, wenn ich mal Kinder habe, dann werde ich denen auch so ein tolles Weihnachten machen, wie ich hatte, als ich ein Kind war. Und das einfach super entspannend war und super toll. Und da glaubt man ja auch noch an diese ganzen Sachen, die Christkind und so Sachen. Aber ich finde so, für uns hat das nicht mehr so einen Wert einfach. Ich fahre dann lieber hin und treffe mich mit meiner Familie und wir essen schön zusammen. Aber dafür muss ich nicht 400 Euro für Geschenke ausgeben vorher. Und für Adventskalender und bla bla bla. Ich finde, am Ende ist man eh nur irgendwie enttäuscht oder man denkt sich so, ja toll, jetzt habe ich voll viel Kohle ausgegeben, die ich eigentlich gar nicht hatte, wenn dann Weihnachtsgeld oder so plötzlich gestrichen wird von der Firma. Das sind so Sachen, die braucht man einfach nicht. Ich finde, die setzen einen nur mega unter Druck und vor allem, was bringt's mir? Also ich meine, ich tausche mit meinem Partner einfach Geld aus. Er sagt mir in den meisten Fällen dann noch, was er sich wünscht. Ich sag mir ihm, was ich mir wünsche. Wofür? Also das sehe ich irgendwie einfach nicht so ein. Und da finde ich zum Beispiel so ein Geburtstag oder so ist noch was anderes, wenn es wirklich an dem einen Tag geht, so um die eine Person. Und selbst da, ich will kein Geschenk, ich will, dass eine Person den Tag mit mir verbringt. Oder ich weiß nicht, letztes Jahr waren wir im Freibad an meinem Geburtstag und es gab nichts Schöneres, was wir hätten machen können. Es war einfach total geil. Und so finde ich den Valentinstag halt irgendwie auch. Ich finde, das ist so ein Tag, der ist nicht in der deutschen Kultur verankert oder sowas, wie Weihnachten zum Beispiel. Das ist genauso was wie Halloween. Das gibt es bei uns eigentlich nicht. Es gibt ein Erntedankfest, aber das wird ganz anders gefeiert als so. Und ich finde das einfach nicht schön, dass das hier dann so praktiziert wird, weil
das in den USA so ist, weil es in allen Teenie-Filmen so dargestellt wird und so. Ich habe eher das Gefühl, wir werden einfach nur ausgequetscht. Unser Geld wird raus, aus uns rausgequetscht. Und ich will es nicht unterstützen. Und dazu kommt dann auch noch, dass ich mir einfach denke, wie würde ich mich denn jetzt fühlen, wenn ich zum Beispiel keinen Partner habe? Oder, viel schlimmer noch, ich habe mich gerade von meinem Partner getrennt. Und Trennung ist immer schlimm, auch wenn man vielleicht sagt, man ist im Guten auseinandergegangen oder so. Es bedeutet immer, dass man sich neu zurechtfinden muss im Leben. Also wenn die Beziehung ab einem gewissen Punkt. Da hätte ich ehrlich gesagt gar keinen Bock, dass egal wo ich hingehe, in die Bahn, zur Arbeit, mich mit Freunden treffen, in die Stadt einfach, dass da überall Werbung für Valentinstag ist, dass an jedem Blumenladen Rosen angeboten werden, dass alle auf der Arbeit darüber sprechen und so weiter. Das ist einfach, das suggeriert mir ja dann als Person, dass ich irgendwie versagt habe, weil ich am Valentinstag keinen Partner habe, was totaler Schwachsinn ist. Und es suggeriert einer Person, die halt aus, beziehungsweise suggeriert nicht, sondern es zeigt einer Person, die gerade aus einer Beziehung kommt, halt die ganze Zeit das, was sie jetzt gerade in diesem Moment extrem stark vermisst in den meisten Fällen. Und das finde ich einfach nur total gemein. Also ich persönlich, ich hätte da keine Lust drauf, wenn ich in dieser Situation wäre. Ich fände das, glaube ich, richtig schlimm. Und ich denke, dass da sehr selten drüber nachgedacht wird, was es tatsächlich in manchen Leuten vielleicht auslöst. Leute, die abends alleine zu Hause sind und denken, die anderen, die machen jetzt alles was Tolles mit ihren Partnern und ich bin irgendwie komisch oder irgendwas stimmt doch nicht mit mir, wieso finde ich keinen und so weiter. Dabei ist es ja überhaupt nicht schlimm, dass man keine Beziehung hat oder sowas. Aber das wird einem so eingetrichtert von außen. Ich finde das total traurig und schade einfach nur. Und deswegen ist Valentinstag für mich einfach auch kein schöner Tag. Ich finde da sowas wie zum Beispiel den 1. Mai, finde ich viel cooler, wo es so Traditionen gibt. Ich komme ja auch vom Dorf, wo dann Maibäume gesetzt werden oder sowas. Das, sowas finde ich schön. Wenn du keinen bekommst, ist okay. Aber wenn du einen kriegst, dann ist es halt auch mega schön. Und ich sehe die dann im Vorbeifahren und freue mich einfach darüber, dass die halt da stehen, weil es einfach eine schöne Tradition ist. Und halt, wenn man richtig auf dem Dorf ist, wenn dann der Maibaum geklaut wird oder man beschützt den Maibaum in der Dorfmitte oder sowas, das sind halt so richtige Traditionen. Und da merkt man einfach den großen Unterschied zwischen, das ist in unserer Kultur verankert und das kommt von da hinten. Das ist halt was ganz, ganz anderes, wie ich finde. Ja, irgendwie diese Gedanken wollte ich einfach nur teilen mit euch. Ich weiß, der Valentinstag ist jetzt schon vorbei, wenn ihr das guckt, aber ich will, dass ihr euch nicht schlecht fühlt am Valentinstag. Es ist gar kein Ding, Single zu sein. Es ist gar kein Ding, in einer Beziehung zu sein und diesen Tag zu hypen und total gerne feiern zu wollen. Jeder kann das machen, wie er möchte. Ich sehe das einfach so, dass ich will nicht, dass man so dazu gezwungen wird, sowas zu feiern. Man kann seine eigene Beziehung an jedem anderen Tag des Jahres feiern. Warum muss es ausgerechnet dann jetzt sein? Ja, genau. Deswegen fühlt euch nicht schlecht, egal in welcher Situation ihr seid. Das ist einfach nur Geldmacherei. Der ganze Tag. Alles, was damit zusammenhängt. Und ihr seid keine Versager, nur weil ihr keine Beziehung habt. Und ihr seid nicht auf einen Partner angewiesen, nur weil ihr keinen habt, mit dem ihr am Valentinstag essen gehen könnt. Geht mit eurer besten Freundin essen oder mit eurem besten Kumpel. Oder macht einen Zockerabend oder was weiß ich. Viel geiler. Macht viel mehr Spaß wahrscheinlich als essen gehen mit irgendwem. Hallo ihr Lieben. Wer meinen Post eben schon gesehen hat, der weiß, worum es jetzt gehen wird. Und zwar habe ich einen kleinen Rabattcode für euch. Vorher möchte ich euch aber vorstellen, worum es eigentlich geht. Und zwar habe ich Ende des vergangenen Jahres gemerkt, so Kaffee geht für mich einfach gar nicht mehr. Erstens schmeckt er in den meisten Fällen nicht mal, wenn man ihn irgendwo machen lässt. Zweitens kriege ich persönlich davon wahnsinnig Herzrasen. Ich kriege mentale Probleme sogar davon, weil ich mich die ganze Zeit so rastlos fühle einfach. Dann schlägt er mir einfach sehr auf die Gesundheit. Ich habe gemerkt, dass es mir gar nicht gut tut. Und dann habe ich gesagt, okay, es
muss jetzt was anderes her. Weil mir auch immer so kalt ist, muss ich auf jeden Fall was Warmes trinken. Und da war die einzige Alternative eigentlich nur Tee. Und Tee war für mich immer so, nee, also der war immer so fade und geschmacklos und weiß ich nicht, so Früchtetee oder so, der trocknet ja immer den Mund so aus und an frische Minze kommt man auch nicht die ganze Zeit ran und irgendwie war das für mich nix so richtig. Ja, und dann habe ich mal im Café ein bisschen rumprobiert, was die da so haben und bin auf den Geschmack von Matcha Latte gekommen. Ich hatte mir Matcha schon mal vorher bestellt und irgendwie schmeckte das immer total eklig nach Fisch und keine Ahnung. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, das liegt wahrscheinlich einfach an der Qualität. Ich habe es ja nämlich preiswert bei Amazon gekauft natürlich. Und dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert und bin auf den Tea Club gestoßen. Nicht wundern, die Geräusche sind unsere Therme. Ja, der Tea Club, der hat nämlich hochwertigen Tee zu seiner Passion gemacht. Und ich habe dann da was bestellt und war super begeistert. Vor allem von dem Matcha-Pulver, das habe ich bisher halt nur getrunken und muss sagen, aber die Qualität ist signifikant besser, also wirklich extrem und dafür auch noch für einen bezahlbaren Preis, wie ich finde. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe gesehen, hey, die bieten auch Partnerprogramme an und dann dachte ich mir, hey, das wäre auf jeden Fall etwas, das ich euch vorstellen möchte. Und ich bin dann mit Benjamin, dem Gründer von Tea Club, in Kontakt getreten und der hat mir angeboten, dass er mir ein paar Teesorten zur Verfügung stellt, die ich euch zeigen kann. Und dafür bekommt ihr bei einer Bestellung 10% Rabatt mit dem Code Lilly-10. Ich stelle euch jetzt erstmal vor, was ich bekommen habe. Ich habe bisher nur eine Sorte probiert, die werde ich auch gleich euch zeigen. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit dem Unpacking. Ich habe mir ein paar Sorten ausgesucht, die ich gerne vorstellen wollte, die ich gerne probieren wollte. Und Benjamin war so lieb und hat mir einige weitere noch geschickt, die ich euch natürlich auch zeigen möchte. Da haben wir einmal den Tee von gestern Abend, und zwar Chillin' Lavendel. Ich habe mir den ausgesucht, weil ich Lavendel einfach total feiere. Ich finde, es gibt nichts, was einen mehr entspannt als Lavendel. Und es schmeckt auch einfach im Getränk richtig, richtig gut. Ich wusste gar nicht, dass es das so gibt als Getränk. Und war super begeistert. Wir haben gestern Abend 3 Liter davon getrunken. Einfach, weil wir alle gesagt haben, schmeckt so lecker. Also wirklich sehr begeistert. Das ist einfach so ein Kräutertee mit Lavendel drin, aber auch so Apfelstücke zum Beispiel. Ich sehe jetzt hier gerade Apfelstücke, Fenchel, Anis, Hagebuttenschalen, Kümmel, Lavendelblüten, Ringelblumenblüten, süße Brombeerblätter. Es schmeckt einfach total gut und es ist super zur Entspannung, gerade abends nochmal als so Abschluss des Tages richtig, richtig gut. Dann habe ich mir natürlich den Masala Chai gewünscht, weil ich einfach nicht widerstehen konnte. Chai Latte ist nämlich auch sowas, das trinke ich einfach super gerne im Café. Ich werde es wahrscheinlich nie so hinkriegen, wie ein echter Barista oder ein echter Teeprofi das hinkriegt, genauso wie beim Matcha, aber es schmeckt einfach sehr lecker. Und ich freue mich schon extrem darauf, wie der wohl schmecken wird. Dann habe ich mir noch gewünscht den Persian Dream. Das ist ein Schwarztee und ich muss sagen, Schwarztee finde ich einfach geil. Ich war früher immer so ein Früchtetee-Fan, aber ehrlich gesagt ist es einfach nicht mehr so. Ich fand halt diesen süßen Geschmack davon total gut, aber jetzt stehe ich mehr so auf Grüntee und Schwarztee und der hier hat mich einfach schon allein vom Klang her und was da so drin ist, irgendwie total an einen meiner Lieblingsfilme erinnert, nämlich Prince of Persia. Ich habe den, glaube ich, 15 Mal geguckt oder sowas und jetzt werde ich demnächst Tee dabei trinken. Dann hat Benjamin mir noch so ein paar Proben geschickt, die ich auch auf jeden Fall probieren möchte. Mint Heaven ist eigentlich, glaube ich, das kennt jeder von uns. Tatsächlich ist der Minze hier aber auch Brennnesseltee beigemischt, was ich mega, mega cool finde, weil Brennnesseltee einfach auch extrem gut für die Gesundheit ist. Und ich mir den auch so schon gekauft habe, aber Brennnesseltee ist halt auch so ein Geschmack, das mag nicht jeder. Und mit der Minze zusammen kann ich mir das richtig, richtig gut vorstellen. Dann habe ich einen Tee mit einem absolut unaussprechlichen Namen, verurteilt mich nicht, der heißt Kukisha? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da so drin ist, denn hier steht süßlich mild im Geschmack mit Umami-Note. Beides etwas, was ich noch nie getrunken oder gegessen oder gesehen oder gerochen habe
Und man kann da dadurch die Tüte auch nicht so krass viel riechen, weil er natürlich luftdicht verpackt ist. Aber ich bin sehr gespannt, wirklich, wie der schmeckt. Und dann habe ich noch etwas bekommen, das, glaube ich, auch jeder von uns schon mal getrunken hat. Und zwar Ginger meets Lemongrass. Also Lemongrass und Ingwer. Früher war ich einfach gar kein Fan von Ingwer. Ich fand das immer total scharf und eklig und jetzt muss ich sagen, es ist einfach eins meiner Go-To-Mittel geworden, wenn ich krank bin. Und ich mache es auch total gerne ins Essen rein. Deswegen bin ich super gespannt auf diesen Tee. Ich möchte euch aber nicht nur die Sorten vorstellen, sondern auch ein bisschen was vom Tea Club selber erzählen. Und zwar bin ich deshalb darauf gestoßen, weil ich eben gucken wollte, wie kann ich qualitativ hochwertigen Tee zu guten Preisen kaufen, dass mir nicht schwarz vor Augen wird, wenn ich das sehe. Und da bin ich eben auf Tea Club gestoßen und was mich sehr begeistert hat, ist einfach die Philosophie des Ganzen. Der Gründer Benjamin hat während seines Studiums ganz, ganz viel Tee konsumiert, und um sich wach zu halten, aber auch so aus genusstechnischen Gründen, und hat dann nach dem Studium festgestellt, so hey, eigentlich habe ich Tee studiert. Ich weiß jetzt alles darüber und ich möchte das unbedingt teilen, nicht nur mit Leuten, die ich kenne, sondern halt auch so mit der Welt, und hat deshalb die 30 besten Teesorten, die er gefunden hat, zusammengestellt und vertreibt die jetzt. Und ich muss sagen, ein Satz aus seiner Story, das könnt ihr auf tea-club.de nachlesen, beschreibt einfach sehr gut auch den Grund, warum ich das lieber trinken möchte. Und zwar, ich möchte es schaffen, dass mehr Menschen Tee wie guten Wein genießen, pur und mit Achtsamkeit. Und das ist genau das, was mich auch so angetrieben hat, jetzt Tee auszuprobieren, weil ich finde, Kaffee ist irgendwie so ein Getränk geworden, das zeigt, dass man jetzt erwachsen ist. Und ich habe das auch selber so gesehen. Also ich bin jetzt erwachsen, ich kann jetzt Kaffee trinken und so, aber eigentlich tut es mir einfach überhaupt nicht gut. Und dann habe ich jetzt beim Teemachen festgestellt, so, man macht das mit viel mehr Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Man kocht das Wasser, man muss halt genau abschätzen, wie viel davon muss jetzt in die Kanne, wie viel mag ich. Und dann trinkt man das auch nicht so casual nebenbei, sondern man genießt das richtig. Und beim Kaffee zum Beispiel finde ich einfach, der steht lange rum, der schmeckt dann nicht mehr, der ist dann kalt. Und der Tee ist einfach so wichtig, dass man den sofort trinkt, einfach noch während er warm ist. Einfach weil es wirklich ein richtiges Genussmittel ist. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Und mir gefällt, wie gesagt, auch die Philosophie des Ganzen sehr gut. Es sind richtig gute Teesorten, richtig guter Tee für gute Preise. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass hinten auf den Verpackungen nochmal die Zubereitung draufsteht. Also wie viel pro 1 Liter Wasser soll da rein, wie viel Tee, wie viel Grad soll das Wasser haben, wie lange muss der Tee ziehen. Denn das ist ja auch von Tee zu Tee ganz unterschiedlich und entscheidend dafür, ob er gut schmeckt oder nicht. Das habe ich gesehen, als ich in der Schulzeit in China war, 2 Wochen, da haben wir auch in so einer Teezeremonie teilgenommen. Ich habe in meinem Leben noch nie so leckeren Tee getrunken, aber wir haben den zu Hause einfach nie wieder so hinbekommen wie die. Das ist einfach wirklich eine Kunst für sich und ich bin super gespannt darauf, ob mir das gelingt, dass der gut wird. Wie gesagt, ihr könnt bei der nächsten Bestellung einfach mit dem Code LILY-10 10% sparen und selber mal ausprobieren, wie euch der Tee so schmeckt. Ich kann es nur empfehlen. Hallo ihr Lieben, es ist der 24.02. Ich habe mir überlegt, dass ich den Februar-Vlog heute schon beenden will, weil ich gemerkt habe, dass es dann Ende des Monats doch ein bisschen knapp wird, so mit dem Vlog und dann Lesemonat und dann natürlich Anfang des neuen Monats auch dann die Neuerscheinungen und meine Books to read, ja, die ich halt mir für den Monat vornehme und so. Deswegen beende ich das heute jetzt schon mal. Ich habe in der letzten Zeit nicht so viel aufgenommen, weil ich eigentlich nicht wirklich was gemacht habe. Ich war die ganze Zeit arbeiten, ich musste auf der Arbeit viel einspringen und muss aber sagen, dass es mir da wieder sehr, sehr viel besser geht, also wirklich spürbar besser. Ich komme jetzt einfach mit guter Laune nach Hause, ich habe mit meinen liebsten Kollegen meine Schichten und
Obwohl es auch da stellenweise stressig ist oder stellenweise sehr langweilig, was ich beides, also stressig finde ich eigentlich gut, weil da geht die Zeit schnell um. Langweilig finde ich nicht so gut, aber ich denke mir dann immer, wenigstens ist es besser als vorher. Und von daher bin ich da sehr erleichtert drüber, freue mich auch sehr. Gleichzeitig habe ich aber auch was von meiner Bewerbung gehört, worüber ich mich natürlich auch sehr freue. Ich hoffe, dass das... dass sich da jetzt demnächst was tut. Übrigens, ihr findet ihr meinen Pullover, ich liebe ihn ja. Ich habe den angezogen, weil ich heute zum Babysitten fahre, heute Abend. Und die ist mega Harry Potter Fan. Als ich zum ersten Mal da war, hat sie mir alle Sachen gezeigt, die sie hat. Und wir haben so Harry Potter Wissensspiele und so gespielt. Und ich bin halt voller Fan. Und die hat einfach eine Milliarde Sachen. Und dachte ich mir so, es gibt keine besseren Pulli, die ich ansehen könnte als diesen. Außerdem gucken wir wahrscheinlich eh nur Harry Potter und deswegen muss ich was Chilliges anziehen. Ja, ich rendere momentan ein Video, wie ihr vielleicht sehen könnt, und das schon seit 4 Tagen. Mittlerweile hängt es mir so zum Hals raus und ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Vielleicht habe ich es jetzt gerade gelöst, aber vielleicht auch nicht. Und zwar ist das das Interview mit meinen Hörbuchsprechern, das ich euch unter Umständen vielleicht schon hochgeladen habe, vielleicht aber auch nicht. Wo die beiden eure Fragen beantworten, die ihr hier oder bei Instagram gestellt habt. Und ich finde das Video richtig gut geworden. Ich habe mich total über die Antworten von den beiden gefreut und bin auch selber beim Schneiden, dachte ich so, boah, voll interessant. Ich finde es richtig cool. Ich hoffe, dass es euch genauso geht. Ich hoffe, dass das mit dem Rendern jetzt mal klappt. Aus irgendeinem Grund, erst hat das Programm das ganze Video gerendert. Dann habe ich es mir angeguckt und ab der Hälfte war es einfach schwarz. Dann habe ich die zweite Hälfte nochmal rendern lassen. Das hat dann aber auch nicht funktioniert, weil dann kurz vor Schluss wurde es dann wieder schwarz und habe ich das nochmal aufgesplittet. Dann hat sich das Programm halt während der Rendervorgänge immer wieder aufgehangen einfach. Das heißt, ich musste das dann runterfahren und nochmal neu und bla bla bla. Und dann gehen ja auch manche Änderungen verloren und so weiter. Dann habe ich gedacht, super, jetzt habe ich alles. Jetzt hatte ich schon nur 5 Teile, die ich irgendwie zusammen schnippeln musste. Und dann wollte ich das machen. Und dann war einfach das erste Video auch wieder ab einem anderen Punkt schwarz. Also ich weiß nicht, was da abging irgendwie. Jetzt will ich halt die erste Hälfte des Videos nochmal in mehrere kleine Videos unterteilen. Das heißt, ich muss das aber am Ende nochmal zusammen schneiden und rendern. Also schneiden ja nicht, ich füge das ja nur zusammen. Aber das dauert dann halt Ewigkeiten, bis es gerendert hat und so. Und dann hängt es sich wieder die ganze Zeit auf und ich bin echt langsam am Verzweifeln, das nervt mich übelst. Aber naja, ich nutze die Zeit halt wenigstens weise. Dann bin ich in den letzten Tagen mal wieder zum Lesen gekommen, weil ich einfach nach der Arbeit nicht besonders viel mehr Motivation hatte. Ich war gut beim Training diese Woche und habe dann die Bücher von Mona Carsten angefangen wieder zu lesen. Ich habe nämlich von dieser Reihe, von dieser, wie heißt es, Again-Reihe oder so, ne, habe ich die ersten beiden Bände schon gelesen gehabt und habe mir die anderen 3 dann nochmal gekauft, aber bin irgendwie nie dazu gekommen und jetzt habe ich den dritten Teil schon vorgestern beendet und bin jetzt bei dem hier. Im vierten Teil, ich finde die einfach sehr schön. Ich finde, ich habe die Paper-Reihe gelesen letztens und muss sagen, ich fand die echt grauenvoll schlecht geschrieben. Und verstehe absolut nicht, warum die so einen Hype ausgelöst hat schon wieder. Ich check das nicht, also ist ja schon länger her, aber ich verstehe das wirklich einfach nicht. Ist mir unbegreiflich. Auf jeden Fall finde ich die Bücher von Mona Carsten aber sehr gut geschrieben und das freut mich halt einfach sehr. Und ich habe nicht so Bock auf die Bücher auf meinem Books2Read-Stapel. Ich habe mir die jetzt teilweise als Hörbuch runtergeladen bei Storytel. Und da gibt es die aber nur auf Englisch und jetzt bin ich so ein bisschen unmotiviert irgendwie, weil ich auch selber nicht so Lust habe, das zu lesen, weil da 2 Bücher von Cassandra Clare dabei sind und ich mag die einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ich mir die Bücher mal kaufe, aber ich mag die einfach nicht mehr. Die sind total verwurschtelt und verwurstelt und ich weiß nicht mehr, wer ist und wer jetzt welche Familie und wer gehört nochmal zu wem und ich habe einfach komplett den Überblick verloren und I don't like it. Ich habe auf jeden Fall jetzt Chain of Gold angefangen zu hören und Clockwork Angel, den ersten Band. Aber halt beides auf Englisch und das ist ein bisschen schwierig.
Und dann habe ich einige Bücher aus meinem Regal aussortiert und weil die bei Instagram nicht weggegangen sind, wollte ich die euch nochmal kurz zeigen, falls einer von euch daran vielleicht Interesse hat. Das kann ja gut sein. Und zwar gibt es einmal To Kill a Kingdom von Alexandra Christo. Das Buch habe ich euch hier auf dem Kanal auch schon vorgestellt. Mir persönlich hat es leider nicht gefallen, aber das heißt ja nicht, dass es euch nicht gefallen muss oder nicht gefallen kann. So. Das ist auf Englisch. Ich verkaufe meine Bücher immer für 5 Euro das Stück, es sei denn, es gibt irgendwelche Sonderausgaben oder sowas. Also schreibt mir gerne einfach eine E-Mail oder schreibt mir auf Instagram, wenn ihr Interesse an den Büchern habt. Ihr könnt die E-Mail-Adresse info@lilliteratur.de benutzen. Dann habe ich 2 Sonderausgaben von der Bücherbüchse, und zwar von Malise und Misrule. Mit wunderhübschem farbigem Buchschnitt und sowas. Deswegen sind die etwas teurer. Die würde ich für 10 Euro das Stück abgeben. Warum gebe ich die ab? Die liegen eigentlich auf meinem Books to Read Stapel. Und dann habe ich nochmal den Klappentext gelesen, habe angefangen zu lesen und dachte mir so, nee, möchte ich irgendwie nicht lesen. Und das ist ein bisschen doof jetzt, weil die waren echt teuer. Und jetzt will ich sie halt wieder abgeben. Ja, warum will ich die nicht lesen? Die Protagonistin ist lesbisch, also die verliebt sich in eine Frau in dem Buch und ich habe nichts dagegen. Aber ich persönlich kann mich damit einfach gar nicht identifizieren und lese das deswegen auch nicht gerne. Mir fehlt da halt einfach dieser Kitzel in der Love Story, den ich persönlich halt habe, wenn es ein Typ ist, der Love Interest. Und weil ich halt finde, naja, da ist ja auch jeder anders, möchte ich die halt gerne abgeben, beziehungsweise weitergeben und nicht irgendwie wegtun oder sowas, weil ich die auch sehr schön finde und ich glaube, die Story ist auch cool. Es ist nämlich eine Neuerzählung von Dornröschen und ich könnte mir vorstellen, dass das mega cool ist, deswegen habe ich die ja gekauft. Mir gefällt halt leider, wie gesagt, die Love Story dahinter nicht so, aber vielleicht ist ja bei euch jemand dabei, der das gerne liest. Das kann ich mir ja nicht, kann ich mir vorstellen. Dann habe ich, oh Wunder, die Paper-Reihe. Jetzt habe ich natürlich gesagt, dass ich die voll schrecklich fand, aber auch hier steckt man nicht drin. Also einem von euch könnte es vielleicht gefallen, falls ihr sie überhaupt noch nicht gelesen habt, weil die sind ja schon wirklich ewige Zeiten draußen. Die Bücher sind stellenweise, also ich habe die selber gebraucht gekauft, die sind stellenweise deswegen schon recht abgegriffen so. Außer der 4. Band, der ist wie neu. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn mir vielleicht einfach auch neu gekauft habe. Kann gut sein. Die gebe ich auch für 5 Euro das Stück weg. Am liebsten in der Reihe. Also es sind 4 Bände. Ich weiß nicht, ob die Reihe damit komplett ist oder nicht. Darin geht es um ein Mädel, Ella, die beide Eltern verloren hat und eigentlich jetzt ihr größtes Ziel ist es halt, ihren Schulabschluss zu machen und dann zu studieren. Und dafür kämpft sie halt und arbeitet halt. Und jetzt kommt plötzlich so ein Typ daher, so ein mega reicher Millionär, der plötzlich behauptet, er wäre der beste Freund ihres Vaters, den sie nie kennengelernt hat, und ihr Vormund. Und Ella zieht bei ihm jetzt in die Villa ein und er hat 5 Söhne. Und diese 5 Söhne machen ihr das Leben zunächst wirklich sehr schwer, allen voran Reed, bei dem sich dann vielleicht doch etwas entwickeln könnte. Und last but not least, Children of Blood and Bone. Band 1. Ich habe eine Rezension dazu, die werde ich euch hochladen. Mir hat das Buch nicht gefallen, weil ich die Story einfach nicht spannend fand und die Charaktere zu flach. Die vor allem aber auch die Charakterentwicklung und wie heißt es, die Charakterkonstellation, auf jeden Fall die das Wirken der Charaktere miteinander, hat mir nicht gefallen. Ich fand das ziemlich plump irgendwie, aber an sich ist es, glaube ich, eine ganz coole Story. Und zwar geht es darin um unsere Protagonistin Seli, die Teil eines unterdrückten Volkes ist und unter der Willkür des Königs halt leidet. Und
irgendwie auf Umwegen kommt sie mit der Prinzessin zusammen und die beiden haben eine magische Schriftrolle, die sie jetzt zu einem Tempel bringen wollen und dabei unterstützt sie Selis älterer Bruder. Und der ältere Bruder der Prinzessin, der jagt die drei und Seli findet halt heraus, dass sie dazu bestimmt ist, die Magie zurückzubringen und ihr Volk also quasi wieder stärker zu machen. Mir hat einfach so die Plotentwicklung nicht so gut gefallen, weil ich es irgendwie immer das gleiche fand. Sie rennt weg und er rennt hinterher und plötzlich ist von Liebe die Rede und ich fand das alles ein bisschen plump. Ich werde euch die Rezension natürlich aber trotzdem noch genauer hochladen. Also falls jemand Interesse hat, auch dieses Buch geht für 5 Euro raus. Ja, genau. Ich sehe gerade, der erste Teil hat fertig gerendert. Ich bin super gespannt, ob da was draus geworden ist. Ich habe mir für heute noch vorgenommen, dass ich euch die verschiedenen Teesorten vorstelle, wie ich es euch schon eben erzählt habe. Für euch eben, für mich nicht eben. Hallo ihr Lieben, furchtbares Licht, ich weiß, aber es wird einfach nicht hell heute. Und mir ist gerade so krass kalt, dass ich mir überlegt habe, perfekter Zeitpunkt, um euch den Tee vorzustellen. Und ich habe Bock, ein bisschen zu lesen, wenn ich trinke und so. Also, da ich den Chillen Lavendel schon ausprobiert habe und euch sagen kann, der schmeckt so lecker, das ist einfach so eine leckere Kräutertee-Mischung mit einer zarten Lavendelnote, die man auch wirklich so im Abgang richtig gut schmeckt. Ich finde den total lecker. Den kenne ich schon und dann habe ich mir eines verzweifelten Abends den Persian Dream aufgemacht. Boah, mir ist so kalt, das ist krank, ey. Das ist ein Schwarztee mit dem Duft des Orients steht da. Ich sage euch, was drin ist. Schwarzer Tee, Safflorblüten, Kardamom, Rosenblüten. Ich finde den super lecker. Man schmeckt auch hier die Rose einfach richtig schön raus. Man muss sich auf jeden Fall an die Anweisungen halten, die hinten auf dem Paket stehen, sonst wird der komplett schwarz. Ich habe den einmal über Nacht stehen lassen, also Reste. Der ist einfach, der war wie Kaffee so schwarz. Das war richtig krass. Ja, und weil ich die beiden schon kenne und schon lecker finde, habe ich mir überlegt, wir probieren jetzt gemeinsam den hier. Kukisha, oder wie der ausgesprochen wird. 4-5 Teelöffel Tee pro Liter, 60 Sekunden bei 65 bis 75 Grad. Das Wasser kühlt gerade schon ein bisschen ab. Und das hier ist mein Teesieb. Das mache ich mir gerne, wenn ich mir so eine einzelne Tasse oder sowas mache. Nein, da sind keine Reste vom letzten Tee drin. Weil das dann kann ich jetzt besser dosieren. Wirklich so kalt, dabei habe ich eben schon was gegessen. Der riecht ein bisschen interessant und ein bisschen nach nichts. Der riecht irgendwie so ein bisschen wie Matcha. Also so grün irgendwie. Was stand da? 4-5 Teelöffel pro Liter, das war jetzt ein Teelöffel. Ihr merkt, ich mache das sehr gewissenhaft. Aber Hauptsache, es schmeckt. So, jetzt kommt das Wasser rein. Als hättet ihr noch nie Tee gemacht, ey. So, und wie wir alle wissen, ist es bei Tee super wichtig, dass man wirklich auf die Zubereitung achtet. Deswegen stelle ich mir jetzt einen Wecker für 60 Sekunden, damit er nicht zu lange zieht und dann nicht mehr schmeckt, weil er einfach zu bitter wird oder sowas. Bin und bleibe gespannt. Das war schon eine Minute. 60 Sekunden, okay. Gut, das war es auch schon anscheinend. Ich habe mir den Deckel von dem Teesieb zurechtgelegt, damit ich das schöner draufstellen kann. Also, die Farbe finde ich schon mal sehr interessant. Ich hoffe, ihr könnt es überhaupt sehen, vielleicht hier vor dem Weiß. Es ist pissgelb. Es riecht, ich kann es überhaupt nicht beschreiben, wonach das riecht. Es gibt nichts, was ich kenne, das so riecht. Das riecht so ein bisschen irgendwie erdig, aber auch so, das erinnert mich irgendwie an Katzen, aus irgendeinem Grund. Das riecht für mich irgendwie wie so eine Katze, die
ganz lange draußen unterwegs war, so den ganzen Tag, und dann kommt die rein und wenn die dann kuscheln kommt, dann riecht die so richtig geil nach draußen. So riecht das irgendwie. Ich bin sehr gespannt. Ich muss natürlich noch warten, bis das ein bisschen abgekühlt ist, und dann sage ich euch Bescheid. So, ich glaube, der Moment ist gleich gekommen, und weil mir der Vergleich mit der Katze irgendwie im Nachhinein so ein bisschen doof erschien. Also, ich meine das gar nicht schlecht, ne? Ihr müsst es verstehen. Ich liebe diesen Geruch über alles. Und irgendwie, der erinnert mich einfach daran, dass, siehst du, dass er irgendwie nach Katze oder so riecht, aber der erinnert mich einfach krass daran. Und deswegen habe ich noch ein bisschen gegoogelt, wonach der denn riechen soll, und habe dann beim Tea Club vorbeigeschaut. Und da möchte ich euch mal ganz kurz vorlesen, was dazu hier steht. Und zwar bedeutet der Name übersetzt Tee aus Stängel, und anscheinend ist normalerweise so, dass bei einem Grüntee der Stängel die Qualität mindert, aber bei dem Tee ist es halt so, dass der Stängel eben das Wichtige ist, weil er dadurch weniger Koffein enthält als andere Grünteesorten. Hier steht nur, dass er duftig frisch ist. Das erzählt mir leider nichts, das ist ein bisschen schade. Aber ich habe auch sonst nicht wirklich viel dazu finden können. Bei dem einen Eintrag, den ich gesehen habe, da steht einfach nur, das Aroma ist frisch. Ja, cool. Danke. Naja, ich werde ihn mal probieren und gucken, wie er schmeckt. Hoffentlich nicht nach Katze. Ich habe bei Tee irgendwie immer das Gefühl, dass sich der Geschmack erst entfaltet, wenn man ihn runterschluckt. Auch der ist irgendwie unbeschreiblich. Das erinnert mich so ein bisschen an Frühling. Auch so ein bisschen an so Gras oder so. Also nicht das Gras, sondern halt das Grasgras. Ich kann es wirklich nicht beschreiben. Ich finde ihn sehr lecker. Schmeckt auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen zitronig irgendwo auch. Und auf jeden Fall duftig frisch. aber ich kann es wirklich euch nicht in Worte fassen. Ich habe noch nie etwas getrunken oder gegessen, das so schmeckt. Deswegen, es ist irgendwie besonders. Ich finde, ich glaube, ein klein bisschen nach Vanille. Ich finde es irgendwie super spannend, weil ich, wie gesagt, ich habe das Wort vorher noch nicht mal gehört gehabt. Und jetzt halt zu sehen, wie schmecken die Sachen, finde ich einfach mega, mega cool. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich denke, ich werde euch die übrigen Sorten nicht jetzt schon vorstellen, weil ich einfach unglaublich viel Tee trinken müsste dafür. Und ich will auch nicht alles so aufmachen, weil dann, ich meine, das ist Tee, der geht nicht kaputt, aber ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem irgendwie an Geschmack verliert oder sowas. Das Einzige, was ich euch unbedingt noch vorstellen werde, und zwar werde ich das aber in einem anderen Video machen, sind nochmal dieser Kambuse Sencha Shinryoku Tee. Den habe ich noch zufällig im Paket gefunden, den habe ich letztes Mal übersehen. Und ich habe noch einen Masala Chai, den möchte ich euch natürlich auch unbedingt noch vorstellen. Das werde ich dann im nächsten Video machen, beziehungsweise im nächsten Vlog. Denkt dran, unten in der Infobox findet ihr einen Rabattcode, Lilly-10, könnt ihr bei einer Bestellung beim Tea Club 10% sparen. Und ich muss wirklich sagen, nachdem ich jetzt 4 Sorten Tee von denen getestet habe, ich finde die Tees richtig gut. Die schmecken einfach super, die haben richtig schön so eine besondere Note in allem drin. Und auch wenn ich andere Tees damit vergleiche, ich habe bei uns aus dem Laden so einen Brennnesseltee und so gekauft, ich finde einfach, die schmecken nicht so. Also die schmecken auch gut, aber die sind nicht so intensiv, und hier ist es irgendwie wie so eine Zwiebel. Du hast halt, danach Mundbruch, Spaß. Du hast halt so einen Kerngeschmack, aber wenn du das abziehst, dann hast du darunter noch so eine Schicht Geschmack und dann drunter noch eine und noch eine. Und irgendwo findest du noch eine Vanillenote und hier noch eine Rosenblüte und so weiter. Und ich finde es einfach mega, mega cool. Also schaut gerne einfach mal unten rein und stöbert mal durch das Angebot, das die da haben. Ich finde, Tea Club ist wirklich ein sehr gut strukturierter Shop, wo man auch durchaus mal die nächste Teebestellung tätigen kann.
Ich würde sagen, damit verabschiede ich mich tatsächlich schon aus dem Februar. Ich bin alles in allem recht zufrieden, wie der Monat sich entwickelt hat. Oh, und ich habe vergessen, euch was zu erzählen. Ich habe nämlich eine neue Buchidee, die ich unbedingt umsetzen will. Und zwar habe ich jetzt festgestellt, da ich wieder Spätschicht habe auf der Arbeit, dass es mir... Also ich kann nicht einfach nicht schreiben und darauf warten, dass ich noch Urlaub habe oder mal frei habe oder sowas, weil die Tage einfach nie ausreichen, um wirklich was zu machen. Das heißt, ich muss mir wieder eine richtige Routine aneignen. Und weil ich einfach gemerkt habe, dass ich am allerbesten schreibe, wenn es dunkel ist, werde ich es einfach abends machen. Ich kann ja lange aufbleiben, weil ich erst um 2 Uhr auf die Arbeit muss. Und das bedeutet, dass ich jetzt wieder mir eine richtige Routine aufbauen möchte. Und dann habe ich auf der Arbeit letztens so einen Geistesblitz gehabt und ich habe mir die ersten Schnipsel einer Storyline für ein Romance-Buch überlegt. Ich weiß noch nicht so richtig, ob es was für mich ist, aber ich bin mal super gespannt, wie das beim Schreiben so ist, wenn man sich die Welt nicht unbedingt selbst ausdenken muss. Außer vielleicht den Ort oder so, wo das Ganze spielen soll. Aber alles in allem bin ich sehr gespannt, auch wie mir das gelingen wird, weil hier natürlich der Hauptfokus auf den Charakteren liegt und nicht unbedingt auf der Storyline. Bin ich sehr gespannt, wie ich das plotte und wie mir das dann am Ende gefallen wird, auch beim Schreiben. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem neuesten Stand halten. Und bis dahin, denkt dran, immer schön den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um das nächste Video nicht zu verpassen, denn da gibt es natürlich den Lesemonat Februar und zusätzlich dazu dann kurz danach das Video zu den Neuerscheinungen im März und da ist einiges Interessantes dabei. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen wunderschönen Tag. So, und als krönenden Abschluss noch mein Lasagne-Rezept, das angefragt wurde. Ihr braucht dafür das, was ihr hier sehen könnt. Dann schwitzt ihr die Zwiebeln einfach in der Pfanne an, tut ein bisschen Sojasauce dazu, um mehr Geschmack reinzukriegen. Dann kommt, immer gut umrühren natürlich, dann kommt Gemüsebrühe dazu, ein bisschen umrühren, dann kommen die restlichen Gemüsesorten einfach dabei. Das wird dann abgelöscht mit der Tomatensauce. Ich tue da immer ein paar Lorbeerblätter mit rein, weil ich finde, es schmeckt besser. Oregano kommt dazu. Nochmal gut umrühren und so lange köcheln, bis es fertig ist. Natürlich Salz, Pfeffer nicht vergessen. Ich mache immer noch ein bisschen Curry und Tandoori dazu, weil ich es einfach super lecker finde. Dann nehme ich weißes Mandelmus und vermische das mit Salz und Pfeffer, damit ich einen schönen Ersatz habe für die Bechamelsoße, die ich natürlich als Veganer nicht essen kann. Das könnt ihr einfach nach Geschmack machen. Es sollte dann so ein bisschen flüssig sein, aber nicht zu flüssig. Dann schichtet ihr das Ganze so wie bei einer ganz normalen Lasagne einfach in die Form. Ich habe jetzt Linsennudeln genommen, deswegen sind die grün, weil die einfach mehr Protein haben und das als Veganer nicht so leicht ist, das reinzukriegen, wenn man nicht die ganze Zeit Bohnen fressen will. Ihr schichtet das also einfach schön aufeinander. Ich zerbreche die Nudeln auch gerne, damit wirklich alles ausgedeckt ist damit. Und dann kommt natürlich ein bisschen Käse oben drauf, also nur ganz wenig. Ich benutze natürlich nicht beide Packungen. Okay, doch, ich liebe es einfach. Das Ganze sieht dann so aus und kommt dann für so 30, 40 Minuten nochmal in den Ofen. Und dann sieht es so aus. Ich mache immer Ober-Unterhitze 180 Grad ungefähr. Ihr müsst immer mal wieder nachschauen, dass der Käse nicht zu braun wird, aber das war's auch schon.